Hallo liebe Zuschauer, ein frohes neues Jahr wünsche ich an dieser Stelle erst einmal, bevor es hier gleich mit Gran Turismo 7 der Runde 2 des Manufacturers Cups losgeht. Ja, wir sind hier in den USA auf dem Raceway Road Atlanta bei diesem Gruppe 4 Rennen über insgesamt 16 Runden, harte Reifen ausschließlich. Wir haben 7-fachen Treibstoffverbrauch, einfachen Reifenverschleiß. Ja, das ist, wie soll ich sagen, entweder das Treibstoffsparrennen dieser Saison oder man kommt einfach rein und tankt nach. So wird hier die Strategie sein. Es geht leider nur von P8 ins Rennen. Ich war kurzzeitig mal auf der 3, aber ja, wurde dann durchgereicht. Saison 1 Manufacturers Cup 2023. Ja, das Jahr hat noch nicht mal richtig angefangen. Runde 2 steht schon vor der Tür. Qualifying, wie gesagt, war nicht ganz so super. Ich hatte 4 Runden und ja, eigentlich war die erste noch die beste. Und ich war zwar einmal schnell unterwegs, habe es dann am Ende aber irgendwie weggeworfen. Kann man nichts machen. Schauen wir mal, was das Rennen bringt. Auf der Pole Position sehe ich ein Aston Martin, jawohl. Franzose ist das. Auf der 2 ein Italiener im Mazda Atenza. Auf der 3 ein weiterer Italiener im Subaru. Auf der 4 ein Franzose im Porsche. Auf der 5 ein deutscher Fahrer im McLaren. Flott unterwegs. Auf der 6 dann noch ein weiterer deutscher Fahrer im Toyota. Auf der 7 ein Italiener im Porsche. Auf der 8 dann meine Wenigkeit im Nissan GTR. Auf der 9 ein Engländer im Subaru. Auf der 10 ein Spanier im Subaru, sind viele dabei hier. Auf der 11 ein Engländer im Mercedes. Auf der 12 ein Italiener im Subaru. Auf der 13 ein Engländer. Auf der 14 ein Spanier im Nissan. Auf der 15 noch ein deutscher Fahrer im Mercedes. Und auf der 16 ein Franzose im Aston Martin. Ja, liebe Zuschauer, gleich geht's hier los. Ich glaube, die mit heftigste Kurve wird Kurve 1, beim Start sowieso, aber so generell im Rennen. Die Boxeneinfahrt ist hier ziemlich tricky, kann man sich ganz leicht beim Reinfahren und beim Rausfahren eine 3 Sekunden Strafe holen. Ist mir im freien Training passiert, also hier ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Aber Treibstoff sparen ist hier nicht meine Strategie, von dem her, wir gucken mal, wie es läuft. Los geht's! Er hat den ersten gedreht, das war der Italiener oder einer der Italiener. Und der Subaru hinter mir, der ist mir schon zweimal fast drauf gefahren. Habe ich gesehen. Ganz schnell ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, der hat jetzt glaube ich einen Fehler drin. Sehr gut. P7 aktuell. Ja, Treibstoff sparen kann man hier natürlich, indem man ein bisschen früher schaltet, klar. Aber bei 7-fach wird das alleine nichts nützen. Und Track Limits hatte ich noch gar nicht erwähnt. Die sind hier sehr, sehr kleinlich. Runde 2. Thank you.
bin einfach vorsichtig in Kurve 1. Ich bin da so oft heute abgeflogen im Training. Ich sehe den Subaru wieder im Rückspiegel. Jetzt wieder bis auf 8 Zehntel rangekommen. Oh, ist offensichtlich einer freiwillig raus aus dem Rennen. Somit P6. Fahrer vor mir hat eine halbe Sekunde kassiert. Ich vermute wegen Track Limits. Und der Subaru hinter mir wird abgeschossen. Ja, Wahnsinn. Von ihm hier, wenn ich es richtig erkannt habe oder richtig gesehen habe. War vielleicht auch unabsichtlich, ich kann es nicht genau sagen. Weit rausgekommen gerade eben. Oh, der nächste. Ja, es ist ganz schwierig hier an manchen Stellen. Einmal nicht kurz aufgepasst und man fliegt ab. Toyota hinter mir ein bisschen weit rausgekommen. Aber keine Strafe kassiert. Ja, mittlerweile auf P5, bedingt durch die Aussteiger und Abflieger. Auf der 3 ist der Fahrer im McLaren. Mein Respekt, dass er hier so schnell war mit dem Auto. Runde 5. Erneut gelb.
einzige Nachteil hier ist, dass der Boxenstopp ziemlich lange geht. Mit ziemlich lange meine ich 25 Sekunden und mehr. Je nachdem, wie viel man natürlich auftanken muss. Ja, wir kommen in Runde 6. Ja, ein bisschen am Boden verloren, der Toyota ist dadurch auch etwas näher gekommen, knapp eine halbe Sekunde hinter mir. Runde 7, Leute, P5, immer noch gut verändert. Vor mir wird einer abgebremst. Das ist der Italiener. Halbe Sekunde. Ja, ist nicht wirklich viel. Porsche ist es, ich habe es nicht erkannt. Runde 8. Ja, genau das. Sorry. Ich konnte dann nirgendwo anders mehr hin. Keine Strafe bekommen, man weiß ja nie bei dem Spiel. Oh, Fahrer beim Toyota, was hat der gemacht? Auch abgeflogen. So, jetzt muss ich mal kurz checken. 2,9 Runden schaffen wir noch, also 2. Okay. Dann müssen wir ein bisschen Treibstoff holen. Ah.
Oh, da ist der erste Fahrer schon reingekommen. Runde 9. Ah, schlecht angebremst. Ich war kurz irritiert wegen dem Porsche. So gut klar, der Fahrer beim Porsche, der war schon wieder neben der Strecke. Zumindest sah es so aus. Ja, richtig gesehen. Halbe Sekunde Strafe. Oh, der Zweitplatzierte auch. Kann ich ja froh sein, bisher noch keine Track-Limit-Strafe bekommen zu haben. Eine können wir noch. Dann kommen wir rein. Runde 10. Schaut euch mal die Boxeneinfahrt an hier. Also ich habe noch nie so eine blöde Boxeneinfahrt gesehen. Na gut. So, Reifen brauchen wir nicht wechseln. Wir tanken jetzt für 6 Runden, das sollte reichen. Perfekt. Ja, Stoppdauer alleine 7 Sekunden durchs Tanken und die Boxen-Ein- und Ausfahrt, die ist hier so lange. Meine schöne Animation, die wir hier noch haben, aber es dauert und dauert. Ah, sorry, mein Fehler. Ah. Ich hatte noch nicht auf Radar umgestellt und habe ihn echt nicht gesehen. Oh, sorry an dieser Stelle. Das war wirklich keine Absicht. Ich habe ihn da voll abgeräumt. Ich weiß nicht mal, wie der Fahrer hieß. Das muss ich mir erstmal in Ruhe noch angucken. Ja, passiert, sollte nicht, aber ich war so drauf konzentriert, nicht diese Boxenlinie zu überfahren. Klar, an der Stelle muss man natürlich auch immer rechnen, dass einer kommt, aber ich hätte auch gucken müssen, dass ich ihn sehe. Runde 12.
Ja, neben mir ist auch gerade einer rausgekommen. Das ist echt gefährlich. Und zwar der deutsche Fahrer im Toyota. So richtig gesehen habe ich ihn auch nicht. Ich habe ihn nur gehört eigentlich, ja. Habe ich ihn mir fast schon zu einfach gemacht. Aber ich wollte mich auf keine Kollision einlassen. Runde 13. Ja, die Strecke wird schattiger, man sieht manche Stellen gar nicht mehr so super wie am Anfang. Ja, Boxenstopps sind alle durch, würde ich mal sagen. Runde 14, der Toyota, der zieht auch davon. 1,7 Sekunden. Na, ich bin mir sicher, durch Kurve 1 kommt man deutlich schneller, aber ich habe es nicht hinbekommen. Italiener im Porsche. Oh. Ah, der hat noch eine Sekunde im Gepäck. Na dann. Fahre ich wieder an dir vorbei. Zumindest mal für den Moment. Der war nämlich auch nicht gerade langsam unterwegs. Fahrer von Platz 15 war das. Oh, wie nah der Porsche schon wieder gekommen ist. Schon wieder unter einer Sekunde. Thank you.
Ja. Ich bin nicht schlecht durchgekommen. Ich habe versucht, mich breit zu machen, aber das war so langsam. Dass er da jetzt wieder so wahnsinnig rangekommen ist. Unglaublich. Ist mir lieber so, wie dass ich abgeräumt werde. Ich will ihm ja nichts unterstellen, aber man weiß ja nie. Vor allem sind wir in der letzten Runde. Oh. Fahrfehler von mir. Das ist auch das, was ich an der Strecke nicht so mag. Diese Kurven, die man nicht kommen sieht. Treibstoffverbrauch noch gucken, beziehungsweise auf meine Tankfüllung, aber das sollte reichen. Wow, wir haben es geschafft. Kein einfaches Rennen, auch wenn es vielleicht einfach aussah, aber ja, von P8 gestartet, am Ende ist P6 geworden. Ich hatte mir zwischendurch mal kurz Hoffnung gemacht, vielleicht aufs Podium zu kommen, aber ja, leider nicht, aber ich bin zufrieden mit P6 hier in den USA. Ja, meine lieben Zuschauer, das war es auch schon wieder von Runde 2 des Manufacturers Cups. Wie gesagt, Road Atlanta, wunderschöne Strecke, aber schwierig, nicht ganz einfach. Wir sind nächste Woche auch wieder am Mittwoch Gruppe 3 Rennen in Autopolis unterwegs. Ja, die gefällt mir noch ein bisschen besser wie Road Atlanta, muss ich sagen, aber ist auch keine meiner Lieblingsstrecken. Ja, ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gab hier insgesamt 52 Punkte habe ich bekommen. 56 habe ich beim letzten Rennen bekommen, somit bin ich quasi punktetechnisch nicht besser als beim letzten Rennen. Ja genau, hier sieht man es. Runde 1 56 und Runde 2 52. Schauen wir mal, was in Autopolis dann kommt, ob es da vielleicht punktetechnisch noch ein bisschen besser läuft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dürft ihr das Ganze sehr gerne abonnieren, gefällt mir da lassen oder einen netten Kommentar schreiben. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder auf meinem Kanal vorbeischaut. Bis dahin, Leute, keep racing. Bye, bye.